Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Eco. Jo. Und die Sonne geht langsam unter, aber ich freue mich trotzdem, dass du wieder eingeschaltet hast. Was habe ich in der Zeit der letzten Folge gemacht? Ich habe hier die Erde ein bisschen weggeschaufelt, weil immer aufs Dach ist es ein bisschen unbequem. Wobei man auch auf die Lager locker über so eine Kiste zugreifen kann. Aber es ist immer gut, wenn man ein Lager unten hat, dann kann man nämlich schnell größere Sachen reinschaufeln. Also die Erde habe ich hier drüben weggemacht, das Holzlager hier runter und ich habe die Treppe versetzt hier hoch. Da werden wir aber auch demnächst was ändern. Gut. Steinmetz haben wir in der letzten Folge schon gebaut. Was wir jetzt machen können, ihr seht, wir können Erdrampen machen. Jetzt schaue ich mal, kann ich das Erdlager, kann ich verknüpfen? Genau. So. Und das Lager ist hier oben die Truhe. Und jetzt können wir Erdrampen machen. Dann machen wir mal 8 Stück. So, und Erde haben wir ja genug hier. So, ich überlege halt 1, 2, 3, 4, 5. Man könnte ja die Erde hier noch wegmachen, ne? Und dann noch ein Lager hin. Ja, und es wird schon langsam wieder dunkel. Und dann mache ich jetzt Folgendes, weil mir das sonst wirklich zu dunkel wird nachts. Ihr habt es ja selber schon gesehen in den ersten Folgen. Das ist nicht unbedingt zu prickelnd. Wo haben wir es? Da, Fackelhalter machen wir mal nach 2. Die Fackeln, glaube ich. Auch noch ein paar machen. So, die Erdrampen kann er nachher fertig machen. Wir brauchen erstmal das. Ja, ich habe halt hier noch ein bisschen aufgeschüttet. Das Zelt habe ich weggemacht. Und ich habe mich ein bisschen in der Umgebung umgeschaut. Wie wir denn am besten jetzt weiterbauen könnten. Weil auf lange Sicht soll das nämlich hier, ja, meine Küche, mein Gasthaus, mein Wohnzimmer, alles Mögliche werden. Aber eben die Holz- und Steinverarbeitung möchte ich gerne auslagern. Und hier bietet es sich ja an, eine schöne Straße zu machen. Und diese dann hier runter zu führen. Ja, also Schritt für Schritt. Hier haben wir noch ein bisschen Holz, das nehmen wir gleich mit. Halt. Ja, dann würde ich weiter runter gehen und schaut mal. Hier auf eine schöne Stelle, wo wir dann ein Bergwerk errichten könnten. Hier wäre auch Platz, um ein paar Lager herzustellen. Ja, oder vielleicht auch eine Steinmetzhütte könnte man hier reinbauen. Ja, aber das machen wir dann. Ja. Vielleicht gehen wir das am nächsten Tag an, wenn die Nacht vorbei ist. Weil es einfach jetzt noch zu dunkel ist. So, und das ist wirklich ein guter Trick, wenn man auf dem Dach, ne, zugreifen will oder auf weit entfernte Lager, wo man jetzt so nicht hinkommt, geht man einfach über die Truhe und da seht ihr, kann ich locker auf das Steinlager zugreifen, auf das Erdlager hinter mir. Ich kann auch drinnen auf die Kisten zugreifen. Alles, was so in der Nähe ist, ohne jetzt ins Haus gehen zu müssen. Ist ja ganz praktisch. So, können wir hier noch, kein Kraftstoff mehr.
keinen Kraftstoff mehr. Dann nehmen wir jetzt einfach mal 5 Stück. Was hätten wir noch im Angebot? Gegrillte Papaya, Radiesel, ich sage immer Radiesel, rote Beete mit Rüben. So, schaut's mal, wir haben ja einen Büffel. Und ich habe ja einen Hasen erlegt, gell? Was meine Kollegin jetzt nicht so lustig fand. Aber es ist ja nur im Spiel. Ich würde ja nie einen echten Hasen erlegen. Ich habe auch schon sehr lange keinen Hasen mehr gegessen, fällt mir ein. Ja, okay. Also vom Essen her, das lassen wir noch ein bisschen. Ich wollte nämlich hier mal zugreifen. Was wollte ich holen? Ich wollte hier den Ständer rausholen. Also den Fackelständer. Setzen wir mal locker hier daneben und haben halt dann jetzt hier gleich, wenn wir die Fackel haben. Haben wir noch eine Fackel? Ne, wir haben keine Fackel. Fackel! Und klauen wir uns erstmal hier. Haben wir auch keinen drin. Na komm. 10 Sekunden warten wir noch. Ja, und jetzt können wir halt von draußen direkt zugreifen. Und da haben wir unsere erste Fackel. Die können wir auch direkt hier in den Fackelhalter. Okay, war wohl der falsche. Nennen wir den Fackelhalter, oder? Fire Outdoor. Genau, haben wir hier ein bisschen heller, ne? Hingedreht. Ja, der Mond ist ja schon da. Ja, am Anfang braucht man mal ein bisschen Erde gegen fortgeschrittenen Spielstand. Weiß man dann nicht mehr wohin mit der Erde, aber da kann man auch jederzeit was auffüllen. Am Anfang ist es recht gut, weil da kann man die Rampen draus machen, wie ich jetzt auch ein paar in Auftrag gegeben habe. Da können wir mal hier noch ein bisschen wegmachen. Nicht reif genug zum Enden. So, jetzt schauen wir mal, können wir noch wegräumen hier. Den großen machen wir auch weg. So, ich muss doch mal gucken, weil ich habe schon einen Stern. Na komm, komm! Und ja! Ui! Schaffen wir einfach ein bisschen Platz.
Und ich bin so einer, ich mache die Straßen gleich richtig breit. Also die Wege mache ich immer 4 breit. Also allein schon, weil der Hänger mindestens 2 breit braucht. Und der Hänger das Problem hat, dass er eben mal schnell mit einem Rad irgendwo runterrutscht. Und das ist halt dann blöd, wenn der Hänger hängt. Den kriegst du kaum wieder auf den Weg. Den musst du leer machen, dann aufnehmen und wieder hinsetzen. Und deswegen mache ich es gern 4 breit. Außerdem können wir später auch dann Autos bauen und die brauchen auch eine 4 breite Fahrspur. Schauen wir mal, wie ich das meine. Ne? Die Frage ist, wo gehen wir runter? Wahrscheinlich ist es besser, hier hinten noch runter zu gehen. Hier. So, hier, hier, hier. Okay, das bedeutet also hier. Wobei wir können auch hier rüber gehen und dann nach. Boah, machen wir einfach so. Eins, zwei, drei. Ja, so meine ich das. So, brauchen wir auch noch ein bisschen, oder? Muss erst, weil das Problem ist die Anbindung hier. Ihr seht selber, die ist nicht ganz so 100%. Dann machen wir jetzt erst eine Reihe Erde weg. Holen wir uns geschwind ein bisschen Holz. 1, 2, 3, 4. Und setzen das hier rein. Habe ich eins zu wenig mitgenommen? So. Weil das fast zu schön ausschaut, ne? Wir haben nämlich auch das hier noch. Ich glaube, das ist angebrachte. Oh. Oh, ich sehe gerade was. Ah, großes Problem. Der hat der liebe Blax hat nicht genau geschaut. Selbst schuld. Weil die Rampen sind immer 4 lang und ich habe irgendwie. Gut, das kann ich nachher als Offline auch machen. Also ihr wisst ungefähr, hier geht die Rampe runter. Ja, das heißt, wir müssen dann hier ein bisschen noch abtragen, da abtragen. Schauen wir mal, wie wir noch wegmachen. Ich hoffe, es wird bald Tag, weil es nämlich echt ein bisschen nervig ist mit der Nacht. Sehr nervig. So, was haben wir hier noch? Schauen wir dann, wenn es heller ist, weil so im Dunkeln ist es echt ein bisschen blöd.
Brille. So, der Mond geht langsam unter. Ja, das Problem ist, wenn man die Rampen wegbaut, in einer früheren Version war es halt so, dass dann die Rampen komplett weg waren wieder. Aber jetzt muss man quasi jedes einzelne Rampenstück einzeln wegräumen. Ist halt ein bisschen lästig, ne? Aber ich wollte es ja eigentlich offline machen, ne? Aber wir können noch ein paar Rampen produzieren. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. War noch irgendwas hier drin? Oh ja, den Zahn raus. So, und das kommt oben rein. Ja, dann müssen wir die Werkzeuge schon wieder reparieren. Ja, das am Anfang halt, ne? Echt ein bisschen. Gehen halt schnell runter. Ah, wir haben keine Steine mehr, dann müssen wir erst umwandeln lassen. Das macht man hier. Immer die 36 von hier. So, die Tierwelt hier, die wächst langsam. Ich habe vorhin schon offline einen Bison erlegt. Schlimme ist, die Tiere, die liegen irgendwo in der Ecke, dann läuft man rum, zieht die Tiere und die, ja, bis die aufgestanden sind, könnte man sie ja schon erwischt haben, aber wenn man dann den Pfeil und Bogen rauszieht, dann auf einmal sprinten sie davon. Und wie die akrobatisch die Wände hochgehen, das ist Wahnsinn. Also jeder Profisportler wird dabei neidisch. Jeder Freeclimber, der schüttelt nur mit dem Kopf, wenn er sieht, wie die Tiere hier ein Bison, ne? Ein Bison, ihr wisst, wie groß ein Bison ist. Das geht quasi senkrecht hier die Hausmauer hoch, so, ne? Was ich nicht mal schaffe. Naja, jetzt bauen wir die Tomaten mal hier noch rein. Machen wir noch ein bisschen Erde weg. Ja, und was soll ich sagen, liebe Freunde? So schnell sind 20 Minuten wieder um. Du weißt natürlich, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Da geht es mir jetzt nicht unbedingt nur um den Daumen an sich. Natürlich freue ich mich, wenn er mir zeigt, wenn euch das Video gefällt. Andererseits registriert das YouTube auch, und wenn das Video hier ein paar Leuten gefällt, dann erkennt YouTube, der Algorithmus, die Videos von Blaxa, die kriegen Daumen hoch, die sind wohl nicht so schlecht, die müssen gut sein, dann zeige ich die mal anderen. Ja, und dann werden meine Videos dann umso mehr anderen Zuschauern vorgeschlagen. Und dann werden wir mit der Zeit eine größere Community. Und das wäre richtig cool, ne? An dieser Stelle auch noch der Hinweis, ich bin gelegentlich auch auf Twitch, mache einen Livestream, aber eher unregelmäßig momentan.
Aber im Discord bin ich dagegen häufiger und alles ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und mit der aufgehenden Sonne wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer ihr noch vorhabt heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Blacksat.